Guten Morgen, moin moin. Mein Name ist Dr. Reinhard Goy, Doc Goy, und ich mache Internet so einfach wie möglich, und zwar mit Videos. Ich habe festgestellt, dass einige meiner Lieblingsprogramme momentan nicht funktionieren. Wie zum Beispiel dieses Programm hier, wo man früher sehr schön, sehr schnell allen Leuten entfolgen konnte, die einem nicht zurückfolgen. Press Go steht hier, also auf Go drücken. Leider Gottes ist hier nirgendwo mehr ein Button, wo Go steht. Auch die neue Version, Sign in with Twitter und dann Press Go, gibt auch nur eine Fehlerseite. Ein zweites Lieblingsprogramm von mir, um Leuten zu suchen, die einem nicht zurückfolgen und die dann zu löschen, und zwar mit einem Klick, ist dieses hier. Ich kann zwar immer noch die ganzen Leute raussuchen lassen, denen nur ich folge, aber die nicht zurückfolgen, aber hier, Balk Unfollow ist nicht mehr da. Dafür ist da ein Text, dass Twitter gesagt hat, sie sollen dieses Tool herausnehmen. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Denn es ist doch wichtig, seine Follower durchzuforsten und zu schauen, wer folgt einem zurück und wer nicht. Auf der Suche nach Alternativen bin ich auf folgende Programme gestoßen. Friend or Follow. Dort kann man schauen, wer einem folgt, wer Fans sind und wer Freunde sind. Aber ein Balk Unfollow ist hier nicht dabei. Twitblock ist auch ein interessantes Programm, das automatisch raussucht, wer im Verdacht steht, ein Spammer zu sein. Aber hier kannst du auch nicht auf Unfollow machen, sondern nur auf Block. Untweeps ist auch ein interessantes Programm. Hier kann man sich eine Liste erstellen lassen von allen Menschen, denen man folgt und die ihren Status innerhalb der letzten 30 Tage nicht aktualisiert haben. Also Karteileichen. Auch interessant, aber auch nicht das, was ich gesucht habe. Als nächstes habe ich das Programm Tweepy gefunden. Hier kann man sich auch auflisten, wer einem folgt, wer einem nicht zurückfolgt. You are following user. Man ist kein Freund miteinander. Kein Friendship, das heißt, er folgt nicht zurück. Man kann dann hier hinten anklicken. Und man kann dann auf Unfollow Selected gehen und man kann dann auch den entfolgen. Aber das ist auch sehr viel Handarbeit. Die einzige vernünftige Alternative, die ich gefunden habe, ist WeFollow. Und ich hoffe, die funktioniert auch noch und Twitter lässt das auch noch eine Zeit lang am Leben. Und wie WeFollow funktioniert, habe ich ja in meinem Schulungsvideo erklärt. Melden Sie sich zu meinem Twitter-Video-E-Book an und dort finden Sie ein Video, wie WeFollow funktioniert. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Twitter und man sieht sich. Mein Name ist Dr. Reinhard Goy, Doc Goy, und alle Angaben sind ohne Gewähr.